Sodele, willkommen zu einem anderen Sodele, willkommen zu einem Video zu dem Code. Und zwar mit dem Code macht man das ganz einfach. Ihr müsst generell den Code nur wissen und ihr müsst nicht also den Tresor müsst ihr nicht extra Karten sammeln, okay? Also generell, ihr könnt kämpfen gegen gewisse Champions und dann bekommt ihr halt diese Blätter und da drin ist der Code drin für die Zone 2. Ihr müsst es aber nicht machen. Ihr könnt einfach jetzt den Tresor mit mir durchgehen und dann gebt ihr den Code 31741 ein. So, zuallererst, zack, zack und die schwerste Mission am besten. Habt ihr mehr davon. Dann habt ihr hier Champions, da müsst ihr halt aussuchen, welche Champions ihr nehmen werdet. Generell empfiehlt sich Champions zu nehmen, die eben ja mehr oder weniger Vorteile haben. Ja, also ihr könnt, ja, ich hab irgendwas hier, 5 Chancen auf perfekte Abwehr, ja. Kann man machen. Könnt auch den Stark nehmen. Und fertig. Den Code, den ihr da eingeben tut, der ist einmalig. Das heißt, also es sind ein Schlüssel, meine ich. Und der Code ist auch einmalig, aber der Schlüssel halt eben. Ja. So, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Tresor? Der Tresor ist oben. Deswegen haben wir einen Techniker mitgenommen. Wobei, ich glaube, das war der falsche Techniker, aber egal. Der ist hier bei dem, beim Havoc. Da geht ihr nach rechts dann. Und kämpft erst einmal. Spider-Man nehmen, wie ihr wollt, aber das spielt keine Rolle. So, es laggt natürlich wie immer, ist normal. So, es ist halt der Vorteil durch den Schwächeanfall. Ich habe die Musik mal ausgemacht und das ganze Soundgehabe, dass es nicht halt ablenken tut. Ihr seht ja, dass Spider-Man hier Vorteile hat. Der bekommt jetzt einen Sonderbuff. Ja, boom. Bum, bum, bum. So. Dann weicht er wieder halt aus, ne? Und deswegen. Also wie gesagt, der Spider-Man, der ist richtig gut durch seine Sonderbuffs. Aber er ist halt Rang 2 und deswegen nicht so optimiert mit der Meisterung. Deswegen hat er jetzt so weniger Schaden, aber auch egal. Da seht ihr auch, der ist ein bisschen nervig, weil der will unbedingt seine SK3 machen. Das ist immer nervig, wenn die KI oder die AI, wenn die unbedingt ihre Kampf, also Super-Attacke, Power-Attacke 3 machen will, also KE3 machen will. Genau, das ist halt eben so blöd jetzt mit den Steuerung. So, das ist ein bisschen blöd mit der Steuerung, weil muss nicht sein. Also, ihr könnt generell auch andere Champions nehmen, ich würde es aber nicht empfehlen, weil Spider-Man, sagen wir es mal so, die Techniker-Champions sind dann sehr gut gegen Havoc. So. Hm.
war ja klar. Der will unbedingt seine SK2 machen. Ja. Und jetzt ist vorbei, weil es sehr schwer ist, dem auszuweichen. Das Problem ist, wir können ja keine SK2 machen, denn sobald wir das machen, sind wir erledigt. Denn viele wissen nicht, ich wusste es auch nicht, dass der Havok ein Arsch ist. Und ja, jetzt wurden wir getroffen, jetzt sind wir erledigt, jetzt hat er seine Ladungen und jetzt ist vorbei für uns. Ja. Ja, also das ist das Problem, Spider-Man, der ist nicht dafür geeignet, der braucht die Aufrüstung. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ja. Weil sobald Plasma ist, ist vorbei. Ja. Also Plasma ist sind richtig geile Debuffs. Die können da richtig einen ficken. Da ist Sense im Kuhstall. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ja. Ich hasse solche kleinen Fehler. Da gehe ich oft auch manchmal in den Deckungsmodus. Ja, hier die könnt ihr nicht einfach abbauen. Die detonieren dann. Und dann war es das für euch. Aber ich würde es euch empfehlen, wenn das euch passiert, weil ihr den falschen Champion mitgenommen habt, dass ihr da einfach sagt, okay, scheiß drauf. Dann ist das halt so. Dann sollen diese Dinge detonieren. Scheiß drauf. Na. Dann verliert ihr halt eben. Auch egal. Ich würde mich nie aufhängen auf sowas und sagen, ah, scheiße. Weil letztendlich, ja, die KI kann auch reinkrätschen. Und das war's für mich, ne? Ist vorbei jetzt so. Wenn die KI sowas macht, dann das ist ein Exploit. Dann macht ihr noch schnell den Todesstoß. Und dann war's das für euch, ne? Weil die KI ist nicht dumm. Kannst du auch der KI echt nicht verübeln, dass sie mittlerweile so stark gemacht wurde. Weil Kabam und mit so viel Lags und so viel Futures, weil Kabam will ja Spielspaß einführen und das Spiel noch einfacher machen. Alles klar, ne? Mit dem zweiten Auge würde CDS sagen, sieht man besser. Aber ist nicht so schlimm. Weil das schaffen wir. Ich hatte schon mal so einen Fehler gemacht und hab's dann geschafft. Also das ist blöd, ja, ich weiß, wenn sowas passiert, aber ihr könnt nicht mehr zurück. Würde ich euch nicht empfehlen. Kabam bestraft euch. Ja, okay, das war jetzt auch wieder mein Fehler von mir. Ich habe seinen Block unterschätzt. Also Spider-Man, muss man sagen, der... ja, das ist wieder... Oh, das ist super. Ne? Also das ist halt diese Fähigkeit, die er hat. Havok unabwehrbar und jetzt so unabwehrbar, so schnell seine SK1 und so fies zu starten, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Das hat Kabam also noch schwerer gemacht und ist nicht einfach. Ist sehr, sehr, sehr schwer, muss man sagen. Und es gibt da auch kein allgemeines Rezept. Ne? Ihr müsst da einfach nur aufpassen und fertig. So. Schön ist beim Spider-Ham. Der Spider-Ham hat einen Vorteil, dass er einfach, wie ihr sehen könnt, schön davon profitiert. Das halt natürlich alle die Poker-Party-Punkte. Also die Poker-Punkte, wie man die nennt, auch Poker, die sind richtig cool, weil was mir gefällt halt, dass der halt eben dann dadurch sehr viel Schaden abzieht. Ja. Und da könnt ihr richtig schön sehen, dass er auslöst die... Ah, das ist richtig schöne Sache, ne? Man müsst ja aufpassen, weil die Dinge ablaufen, das ist immer so eine Sache. Das ist nicht einfach, ne? Weil der ist ja nicht dumm. Jetzt müsst ihr wieder zurück. Haltet gedrückt. Und jetzt geht ihr dann nochmal. Und jetzt könnt ihr versuchen, genau,
dass er das macht. Und hat geklappt auch, er hat das gemacht, er ist reingefahren auf den Trick 17, den allerältesten Trick. So tun, als würde man, ja, aber so, jetzt müsst ihr wieder in den Ausweichmodus gehen. Und dann macht er, also das ist das, was mir gefällt, auch wenn ich jetzt nicht perfekt alles mache. Was mir halt sehr gefällt, ist, dass er halt diesen Trick 17 anwenden kann, das rauslocken kann und dafür sorgen kann, dass, okay, das ist ein bisschen blöd wegen, jetzt merke ich gerade, meine Touchscreen-Steuerung wird jetzt wieder deaktiviert oder macht, was er will mit schwerer Attacke, bin zwar nicht ich, aber auch egal, ne? Also das ist halt, das ist das große Problem halt an dem Game ist, dass da vieles nicht funktioniert. Aber wir haben es geschafft. So, da sind wir wieder. Dann geht ihr rein in die Ziellinie und bekommt dann den Tresor und 2500 Punkte. Okay. Dann gehen wir... Oh, ist ein bisschen besser der Stuhl. Weil der andere, da habe ich wieder meine Rückenschmerzen. Und der ist ein bisschen bequemer. Aber auch nicht perfekt, aber egal. Dann haben wir hier unser Inventar. Dann gehen wir auf Sonstiges. Und dann haben wir hier diesen Tresor. Dann klicken wir auf Item öffnen und dann geben wir ein 3. Und dann gehen wir zurück und dann geben wir ein 1. Dann 7. Und dann 4. Dann bekommt ihr den Schlüssel. Und dann gehen wir wieder hier lang. Und dann schauen wir, dass wir einen Champion nehmen, einen richtig coolen Champion. Und zwar ist das der Herkules, den könnt ihr immer gut gebrauchen. Und der Herkules ist wirklich ganz gut. Und ja, ich habe jetzt nicht so viele hier. Und dann können wir zum Beispiel den kosmischen Ghost Rider mitnehmen. Oder den Ghost Rider können wir mitnehmen. Ja. Dragonman. Und das Ding, ja. Ich werde euch jetzt auch sagen, warum das so ist. Ja. Weil ihr jetzt hier hingeht, dann könnt ihr hier den nächsten Tresor mitnehmen. Der nächste Tresor befindet sich da, wo der Diablo ist. Ja. Und da können wir zum Beispiel Herkules mitnehmen. Und mit Herkules haben wir es ziemlich einfach. Ja, also hier, zack. Ja. Und dann habt ihr hier einen Vorteil, dass ihr hier erst einmal hier die erste SK1 macht. Okay, das war jetzt ein Fehler von mir. Kann passieren. So. Also es ist ganz wichtig, dass ihr da rechtzeitig ausweicht. Okay, das ist wieder der nächste Missgeschick. Auch gut. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Denn ihr habt ja diesen Bonus. Ihr seht schon, ich muss da aufpassen, weil... Ja genau, ihr habt den Bonus und mit dem Bonus habt ihr genug Schaden. So,
Ja, da muss man immer aufpassen, weil ich gehe manchmal wirklich nur im Blockmodus, weil ich ganz genau weiß, dass bei mir das andere nicht so perfekt läuft. Und man muss immer auch darauf achten, dass man nicht sterben tut. Und da bin ich vorsichtig. Vorsichtig ist die Porzellankiste. Du, jetzt habe ich die. Wir machen das ganz einfach. Wir tun den Debuffen. Dann geht's einfacher. Ja, cool, ne? Super, mir gefällt heute, ist richtig gut. Und jetzt seht ihr halt, Void, der zieht ihm sehr viel Punkte ab. Dann kann er sicher zwar heilen, aber es bringt ihm nichts weiter. Habt ihr es gesehen? Und das ist halt richtig das Coole bei Void. Und dann haben wir wieder die Debuffs gelöscht. Und dann geht's weiter. Dann wird wieder ausgewichen. Und wieder. Busch. Ja. Und jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis er tot ist. Ja, es war alles eine Frage der Zeit. Und fertig ist das ganze Dilemma. Ja. So, und zum Schluss gibt es noch einen einen Abschluss. Ein Knaller im Endeffekt. Ja, ich bin schon müde, wo ich das Video mache, glaubt mir. So. Ja, ihr seht's, ne? Ja, das zurückgehalten, ne? Das ist nicht schlecht. Ich bin ein bisschen müde. Oh! Ich bin sehr müde jetzt, merke ich gerade. Ich bin sehr müde. Wenn ich müde bin, dann merke ich schon, dann reagiere ich nicht mehr richtig. Dann sind meine Reaktionszeiten richtig mies. Ich hätte nicht erwartet. Ist da wirklich. Aufpassen, aber geschafft. Dann haben wir es auch geschafft. Dann gehen wir weiter. Und dann kriegen wir die nächsten. Und dann haben wir das fertig. Und der Code für den Tresor lautet 28, die ersten zwei Zahlen. Und das andere, naja, da müsst ihr halt rumprobieren. Ihr könnt Brute Force Methode ausprobieren. Ich würde es nicht empfehlen. Wartet einfach bis nächste Woche. Und gut ist. Okay. Das war's. Ich hoffe, das Video hat jedem weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal in den nächsten Tagen.